Ausgezeichnet. Wusste, dass er es schafft. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Die Shepard-Gedenkstätte auf Verfuß soll nächstes Jahr eröffnet werden, sobald die Sicherheit der Besucher gewährleistet ist. Admiral Stephen Hackett hat dabei den... Bereit! Das Ende ist nah! Was für Menschen. Allerdings nicht viel. Ich bin heute in Stimmung, Geld auszugeben, aber ich glaube, woanders kann ich bessere Ware finden. Sie werden nirgends eine bessere Auswahl finden. Außer Sie wagen sich auf den Schwarzmarkt. Ich verhandle lieber mit Ihnen, als diesen Dieben Geld zu geben. Können wir denn vielleicht einen Deal aushandeln? Hören Sie, mit dem Schwarzmarkt kann ich nicht konkurrieren. Ich muss auch Gewinn machen. Ich werde mein Möglichstes tun, aber sagen Sie es niemandem, sonst geht's mir an den Kragen. Forschungsschiffe haben Schiffe unbekannter Bauart gesichtet, deren Silhouette jedoch stark an alte Schiffe der Rachni erinnert. Bei den wenigen bisher aufgetauchten Schiffen handelt es sich um kleine Kundschaft. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Was für Waren verkaufen Sie hier? Freundlich, Bergungsgut, alles Mögliche, das meiste davon legal. Voller Stolz. Ich habe die niedrigsten Preise der ganzen Station. Günstigeres Bergungsgut werden Sie nirgendwo finden. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Einen schönen Tag noch. Was ist hinter dieser Tür? Der VIP-Bereich des Clubs. Für Gäste mit dem richtigen Namen. Wollen Sie was? Ich würde gerne an der Party teilnehmen. Das ist wirklich nicht das Richtige für Sie. Auf der Hauptebene des Afterlife gibt's gute Drinks und noch bessere Musik. Captain Gavorn. Warum sollte ich ihm irgendwas sagen? Traue ihnen nicht. Sagen Sie Gavorn, wir kennen seine Tricks. Wir haben heute niemanden getötet. Es scheint auf Omega ziemlich viele Vorcha zu geben. Ah, weggehen! Zu viel reden! Gavorns Männer kriegen uns nicht. Wir gehen. War nett, mit Ihnen zu plaudern. Nicht mehr reden. Wir kennen Gavorns Tricks. Wir gehen. Wenn Sie sich davon angesprochen fühlen, bewerben Sie sich noch heute bei The Till Manufacturing und blicken Sie hinab in den Schlund. Gut informierte Quellen berichten, dass die Asari Shahira, besser bekannt als Konsortin, nach Jahren schlechter Presse und Gerüchten über Geheimhaltungslücken die Citadel verlassen wird. Anpassung der Worte interessant. Nicht nur biologisch, auch soziologisch. Im Gegenzug passt sich die Stadt Ihnen an. Große Konzentration. Hoffentlich werden Sie kontrolliert. Wenn Sie angreifen, wie bei meiner Klinik, sind Todesopfer wahrscheinlich. Sie ist der wichtigste Bürger von Omega. Aber was
Hallo. Haben Sie vielleicht Interesse an geborgener Tech? Jeder Credit ist für ein Ticket, das mich von diesem schrecklichen Felsen runterbringt. Ich kaufe viele Teile und Ausrüstung. Vielleicht könnten wir ein Abkommen treffen. Naja, Sie sehen ja durchaus ehrbar aus. Aber Sie dürfen Harrod kein Wort davon verraten. Versteht sich. Dann sind wir im Geschäft. Vielleicht kann ich wenigstens Ihnen was verkaufen. Was hat einen netten jungen Mann wie Sie nach Omega verschlagen? Meine Pilgerreise. Nach wenigen Tagen wurde mein Geld gestohlen. Also beschloss ich, Bergungsgut zu verkaufen. Sie sehen ja, was daraus geworden ist. Harrod zwingt mich zu hohen Preisen und ich kann mir nicht mal das Ticket leisten, um von hier zu verschwinden. Wie viel brauchen Sie, um von Omega wegzukommen? Dafür brauche ich immer noch 1000 Credits. Aber ich würde das nie von Ihnen annehmen. Es war mein Fehler auf meiner Pilgerreise. Also ist es auch mein Problem. Warum kontrolliert Harrod Ihre Preise? Harrod hat mich schwören lassen, dass ich ihn auf keinen Fall unterbiete. Er war zuerst hier. Also ist das sein Recht. Aber keiner kauft bei mir, weil er viel billiger ist. Ich kann nicht genug Geld für ein Ticket sparen, um von der Station runterzukommen. Ich könnte mit Harrod reden, damit er mal ein bisschen lockerer wird. Ich halte Sie nicht davon ab. Wenn Sie ihn dazu bringen, mich in Ruhe zu lassen, komme ich vielleicht endlich von dieser Station runter. Sein Laden ist die Rampe hoch, in der Nähe von Marshs Geschäft. Ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn Sie irgendwas erreichen. Ich muss gehen. Bitte sehen Sie an meinem Kiosk nach, was ich alles zu verkaufen habe. Und vielen Dank. Vorsichtig aufgeregt. Willkommen, Mensch. Was kann ich für Sie tun? Erzählen Sie mir von Ihrem Deal mit dem Quarianer da drüben. Misstrauisch. Wenn es einen solchen Deal gäbe, würde ich ihn sicher nicht mit Ihnen diskutieren. Anklagend. Ich wüsste allerdings nicht, was Sie das angeht. Wir beide könnten doch einen Deal machen. Sie lassen ihn seine eigenen Preise festlegen und ich breche ihm nicht die Beine. Mit kaum verhohlener Angst. Sie sind ein harter Verhandlungspartner, Mensch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Resignierend. Also gut, ich enthebe den Quarianer von seinem Versprechen. Persönlich, um zu beweisen, dass es keine Feindseligkeit zwischen uns gibt, biete ich Ihnen einen Rabatt auf meine Waren an. Ich habe einiges zu erledigen. Höflich. Einen schönen Tag noch. Schauen Sie bei meinem Kiosk vorbei, wenn Sie etwas kaufen möchten. Relationships wurde nur für einen Zweck gegründet, um einsamen Klienten auf Lebenszeit ihre perfekten Partner zuzuführen. Ich habe gehört, dass Sie mit Harrod gesprochen haben. Ich danke Ihnen vielmals. Wenn das so weitergeht, kann ich die Station bald verlassen. Hier bitte, 1000 Credits und jetzt weg von hier. Ich... Danke. Damit kann ich meine Pilgerreise endlich fortsetzen. Ich kaufe mir sofort ein Ticket. Nochmals vielen Dank. Besseres zu tun, als mit Leuten Streit anzufangen, die Sie gar nicht kennen? Nein, es geht mir auch nur um die, deren Nase mir nicht passt. Sie sehen meine Bewaffnung. Wollen Sie das wirklich durchziehen? Ich? Na gut, ich lasse Sie laufen. Vorerst. Man sieht sich. Thank you.
Das ist nah genug. Stehen Sie still! Wenn Sie nach Waffen suchen, machen Sie Ihren Job nicht besonders gut. Man kann bei toten Spectres nicht vorsichtig genug sein. Hinter Ihrem Gesicht könnte jeder stecken. Man hat mir gesagt, mit Ihnen müsste ich reden, wenn ich Fragen habe. Sie sind sauer! Kommt auf die Fragen an. Sie herrschen über Omega? Ich bin Omega. Aber man braucht mehr. Jeder braucht mehr von irgendwas. Und sie kommen alle zu mir. Ich bin der Boss, die Präsidentin oder Königin, wenn sie es dramatisch mögen. Ganz egal. Omega hat keinen offiziellen Herrscher. Und es gibt nur eine Regel. Leg dich nicht mit Aria an. Gefällt mir. Kann man sich leicht merken. Wenn sie es vergessen, wird jemand sie daran erinnern. Und dann werfe ich ihren Arsch aus der nächsten Luftschleuse. Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Archangel. Sie und halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Genauso einen suche ich. Wirklich? Ist ja interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Das könnte unser Weg zu ihm sein. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob Sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass Sie ihm helfen wollen. Dann wissen Sie sicher über alles Bescheid, was auf Omega abläuft. Alles, was man wissen muss. Aber ich verrate es nicht einfach so. Wissen ist Macht. Dann machen Sie einen Spaziergang durch die Gassen und spendieren Sie einem Söldner was zu trinken. Oder noch besser, reden Sie mit den Entertainern. Die sind nicht billig, veranstalten aber tolle Führung. Aber verschwenden Sie nicht meine Zeit. Erzählen Sie mir, wie Sie das hier aufgebaut haben. Das dürfte so ziemlich die geheimste Information sein, die es gibt. Ich habe viele Freunde und Feinde, die ich unterschiedlich weit auf Distanz halte. Sie gehören zu keiner der beiden Gruppen. Mal sehen, als wie nützlich sie sich erweisen. Kurze Antwort. Kümmern Sie sich um Ihren eigenen Kram. Ein Scan und wir sind schon mitten im Geschäft? Normalerweise interessiert es die Leute mehr, wer ich bin. Ihr Tod wurde runtergespielt, war aber mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich musste sicher gehen, dass Sie es wirklich sind. Sie hätten ja irgendwer sein können. Irgendwas. Was Sie auch wollen, es wird von selber an die Oberfläche kommen. Ich bin zwar neugierig, aber Omega an sich interessiert sich überhaupt nicht für Sie. Vielleicht komme ich später wieder. Vielleicht werde ich hier sein. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Warum kommen Sie nicht rein?
Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Na, so eine Süße. Sie sind am falschen Ort, Schätzchen. Zu den Stripperinnen geht's da lang. Wow, nicht mal ein Lächeln. Sie wollen hier also kämpfen, was? Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht. Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Blood Pack. Sie sind eine Freischaffende. Basta. Noch Fragen? Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten. Und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Blood Pack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben, aber Archangel loszuwerden ist es wohl wert. Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem, wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den Nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sie müssen mehr als das wissen, wenn Sie überleben wollen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Vorcha. Wissen Sie etwas darüber? Tote Vorcha? Nein, darüber weiß ich gar nichts. Aha. Na klar. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Was genau ist Ihre Aufgabe hier? Ich soll die Vorcha in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Vorcha vermehren, wird sich das schon bald ändern. Es gibt hier ziemlich viele Vorcha. Was haben die für einen Plan?
Watcher? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Aria erwartet mich. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Rein da. Höchste Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Haben Sie einen Plan? Ein kleines Team wartet darauf, sein Versteck zu infiltrieren. Aber jemand muss Archangels Feuer auf sich lenken, damit es reinkommt. Und da kommen wir ins Spiel. Genau. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt ein bisschen nach einer Selbstmordaktion. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn Sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah hingekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einer Freischaffenden zu reden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Reinkommen ist ganz einfach. Rauskommen eher problematisch. Wir sollten ihn erst mal finden. Dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Shepard, ich habe den Bereich gescannt, kann aber keinen anderen Weg zu Archangel ausmachen. Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Während die erste Welle loslegt, versucht das Infiltrationsteam Archangel zu überraschen. Ich erwarte mir nicht viel von den Freischaffenden. Wenn sie versagen, sind wir an der Reihe. Die leichten Mechs zuerst. Wenn das nicht reicht, schicken wir die schweren hinter... Brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der Freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück.
Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen. Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht. Ob sie überleben oder nicht, liegt ganz an ihnen. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn ihnen so viel daran liegt... Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine. Aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches. Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Das müsste sie ausbremsen. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn sie ihn aktiviert. Menschenabschau. Sie sind am falschen Ort, Freischaffende. Sind Sie der Anführer des Bloodpack? Gorm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Wann greift das Bloodpack an? Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse Warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Warum ist das Bloodpack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station. Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Bloodpack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur ab. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Turianer, also noch ein Stück hässlicher als Sie. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens, aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt, aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Lassen Sie uns in Ruhe!
Das könnte nützlich sein. Und jemand soll mir die verdammten Baupläne bringen! Sofort! Raus mit den Freischaffenden! Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße! Ich habe nur ein paar Fragen über die Operation. Genther! Schaffen Sie mir diesen Abschaum aus den Augen! Hierüber. Die nächste Welle bricht in Kürze auf. Sollten Sie sich nicht draußen dafür bereit machen? Warum ist er so sauer? Er mag Freischaffende wie Sie nicht besonders. Er vertraut nur Leuten, die er kennt, und lässt ungern Außenstehende mitmachen. Was möchten Sie wissen? Was wird Tarek tun, wenn das Infiltrationsteam versagt? Als erstes wird er alle Freischaffenden erschießen, die noch am Leben sind. Danach wird er Eclipse und das Bloodpack vorschicken. Ich habe vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten, aber er vertraut den anderen Gruppen nicht. Und wenn Archangel alle Angriffe überlebt, dann sind die Suns auf sich allein gestellt. Deshalb will Tarek auch unbedingt, dass der Jäger repariert wird. Aber dazu wird es nicht kommen. Archangel ist gut, aber so lange hält er nicht mehr durch. Er ist jetzt schon über einen Tag da drin. Was machen die Blue Suns auf Omega? Wir liefern Ware an viele Gruppierungen und Parteien hier. Ware? Waffen. Mechs, Maschinen. Was immer sie brauchen, wir besorgen es. Wir vermitteln auch Abkommen zwischen den Parteien. Man würde es im Moment nicht vermuten, aber Tarek ist ein geschickter Verhandlungsführer. Was hat Archangel getan, dass die Blue Suns so wütend auf ihn sind? Er verhöhnt und jagt uns die ganze Zeit. Wir vermuten inzwischen hinter jedem Job eine Falle. Weiß er, wo das Treffen stattfindet? Wird die Lieferung plötzlich verschwinden? Wie viele Männer werden wir dieses Mal verlieren? Tarek hat einfach genug. Ich kann's ihm nicht verdenken. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein militanter Turianer, dem es Spaß macht, zum Zeitvertreib Söldner umzulegen. Abgesehen davon ist er ein einziges großes Fragezeichen. Er taucht auf, meist zum denkbar ungeeignetsten Zeitpunkt, und pfuscht uns in unsere Arbeit. Wenn Sie mich fragen, kann er gar nicht früh genug draufgehen. Warum hassen Sie ihn so sehr? Er hat Tarek angegriffen. Zu Hause. Hätte ihn beinahe erwischt. Tarek ist seitdem ständig kurz vorm Ausrasten und macht mir das Leben zur Hölle. Alles, was ich tue, wird kritisiert. Dass er die anderen Söldnertruppen zu Hilfe geholt hat, zeigt, wie verzweifelt er ist. Die sind doch genauso schlimm wie Archangel. Wir machen uns besser auf den Weg. Gute Idee. Und melden Sie sich bei Kafka. Sagen Sie Jareth, er soll seine Mix bereithalten. Erstatten Sie Kafka Bericht. Kafka. Sergeant Kefka. Ah, Sie müssen die Gruppe sein, die Sorki erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Haben Sie auf uns gewartet? Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung? Ha! Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Unser Plan lautet also einfach unbeirrt nach vorne laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur, solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam.
Wie kommt das Infiltrationsteam an Archangel ran? Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um sie scharf zu machen. Die Brücke ist also der einzige Zugang. Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Sprengeinheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg. Roger, Bravo Team, los, los, los! Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Sie arbeiten zu hart. Archangel hat Probleme. Nicht viel Zeit. Allzu lange sollten wir aber nicht warten. Kommen Sie, wir bereiten diesen Kerl selbst eine Überraschung. Kampfbereit machen. Garrus, was machen Sie denn hier? Ich will im Training bleiben und veranstalte deshalb Zielübungen. Sind Sie in Ordnung? Es ging mir schon besser, aber es tut gut, mal ein freundliches Gesicht zu sehen. Söldner beseitigen ist ein harter Job. Vor allem ganz allein. Was machen Sie hier draußen auf Omega? Ich hatte die Schnauze voll von dem ganzen bürokratischen Müll auf der Citadel. Ich dachte, alleine könnte ich mehr bewirken. Zumindest ist es kein Problem, hier Verbrecher zu finden. Ich muss nur auf irgendjemanden zielen und abdrücken. Wie ist es Ihnen gelungen, jede Söldnerorganisation in den Terminus-Systemen so schrecklich wütend zu machen? Es war nicht leicht. Ich musste hart dafür arbeiten. Ich bin erstaunt, dass Sie sich zusammengetan haben, um mich zu bekämpfen. Sie müssen mich wirklich sehr hassen. Seit wann nennen Sie sich denn Archangel? Den Namen haben mir die Einheimischen gegeben. Wegen meiner vielen guten Taten. Ich mag ihn, aber bitte, für Sie reicht einfach Garrus.
Sie haben mich übrigens ein paar Mal ganz ordentlich erwischt. Nur Betäubungskugeln, ohne Schaden. Aber die Söldner sollten nicht misstrauisch werden. Aha. Wenn ich nicht nur ihre Schilde hätte ausschalten wollen, hätte ich das auch getan. Außerdem haben sie sich sehr viel Zeit gelassen. Ich musste sie in Bewegung bringen. Also, reingekommen sind wir, aber das Rauskommen wird bestimmt nicht ganz so leicht. Nein, wird es nicht. Diese Brücke hat mein Leben gerettet, weil all diese dämlichen Idioten genau in mein Schussfeld gelaufen sind. Aber andersrum funktioniert's genauso. Sie pulverisieren uns, wenn wir es auf dem Weg versuchen. Also sitzen wir nur rum und warten, bis sie uns ausschalten? So schlimm ist es gar nicht. Bis jetzt konnte ich sie von hier fernhalten. Und jetzt, wo wir zu viert sind. Ich schlage vor, wir halten die Stellung, warten auf eine Schwäche in ihrer Verteidigung und nutzen dann unsere Chance. Es ist kein perfekter Plan, aber es ist ein Plan. Wie konnten Sie nur in so eine Lage geraten? Meine Gefühle waren meinem gesunden Menschenverstand im Weg. Ist eine lange Geschichte. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie bringen mich lebend hier raus, dann erzähle ich Ihnen alles. Wenn wir als Team kämpfen, können wir Sie auf Distanz halten. Sie haben recht. Hier drinnen hilft Ihnen Ihre Truppenstärke überhaupt nichts. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie scheinen zu wissen, dass Ihr Infiltrationsteam versagt hat. Sehen Sie selbst, Speer. Eclipse würde ich meinen. Mehr als das. Aber jetzt ist es einer weniger. Stimmt. Wir sollten uns bereit machen. Ich bleibe hier oben. Von dieser Position aus kann ich jede Menge Schaden anrichten. Und Sie machen das, was Sie am besten können. Wie in alten Zeiten, Shepard. Heizen wir den Mistkerl mit allem ein. Los geht's! Söldner haben es ins Innere der Basis geschafft. Hat mich nicht mal kommen sehen. Ziel hat sich getarnt. Hintere Treppe. Ah! 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 Ah!
man will, dass was ordentlich erledigt wird. Also gut, zeigen Sie mal, wie Sie damit fertig werden, Archangel. Los! Online. Verdammt, jetzt schicken Sie schwere Mechs los. Das Problem müsste sich eigentlich von selbst. Das müsste Ihre Panzerung durchdringen. Notfall. Ausnahmefehler. Ich kann. Bitte Bedrohungsanalyse. Einer weniger, um den wir uns sorgen. So muss es sein. Sie haben's echt drauf, Shepard. Sie sind kaum an mich rangekommen. Und Jareth haben wir dabei auch noch erwischt. Ich war schon seit Monaten hinter dem Bastard her. Warum waren Sie hinter ihm her? Er hat verdorbenes Iso im gesamten Citadel-Gebiet transportiert. Die Hälfte der Ware, die ich bei C-Sicherheit beschlagnahmt habe, kam von seinen Leuten hier auf Omega. Ich habe vor einer Weile eine große Lieferung abgefangen und dabei seinen besten Lieutenant erledigt. Es überrascht mich nicht, dass er danach beschlossen hat, mit anderen Söldnern zusammenzuarbeiten. Es sind immer noch Bloodpack und Blue Suns übrig. Sollen wir versuchen, durchzubrechen? Vielleicht. Mal sehen, was Sie vorhaben. Sie haben Verstärkung auf der anderen Seite. Und zwar ordentlich. Aber Sie kommen noch nicht über die Brücke. Worauf warten die bloß? Was zum Teufel war das? Verdammt, Sie sind in der unteren Ebene. Tja, irgendwann mussten Sie ja mal Ihr Hirn einschalten. Kommen Sie besser hier runter, Shepard. Ich halte die Brücke frei. Ich bin nicht den ganzen Weg hierher gekommen, um Sie jetzt sterben zu lassen. Wir teilen uns in Zweiergruppen auf. Einer aus meinem Team bleibt hier. Sind Sie sicher? Wer weiß, was da unten auf Sie wartet? Miranda, bleiben Sie bei Garrus und halten Sie ihn am Leben. Danke, Shepard. Sie gehen jetzt besser. Wie komme ich in den Keller? Gehen Sie eine Ebene tiefer. Die Kellertür ist an der Westseite des Hauptraums, hinter der Treppe. Ich funke Ihnen Richtungsanweisungen, wenn Sie Hilfe brauchen. Aber Sie müssen schnell darunter. Viel Glück. Schließen Sie sie.
Zu mir durchgekommen. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Sie haben schon mal gegen ihn gekämpft? Ja, einmal. Hab ihn allein erwischt. Keiner von seinen Jungs konnte ihm helfen. Trotzdem konnte ich ihn nicht besiegen. Noch nie habe ich einen Kroganer gesehen, der sich so schnell regeneriert. Eine Laune der Natur. Er hat nicht aufgegeben, bis seine Vorta aufgekreuzt sind. Es war knapp, aber ich musste ihn gehen lassen. Diesmal nicht. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. Achtung! Verdammt, ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Sie haben ihn repariert, aber nicht ganz. Dafür habe ich gesorgt. Sie laden Truppen ab. Aufpassen, Shepard. Oh! Nehmt den Kopf! Elbe,
sterilisiert und umgenietet. Schaffen Sie hier raus, Garrus. Halten Sie durch. Funken Sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Er ist in übler Verfassung. Wir müssen ihn hier rausbringen. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Manche Frauen finden Narben attraktiv. Leider sind die meisten davon Kroganerinnen. Offen gesagt mache ich mir mehr Sorgen um Sie. Cerberus, Shepard? Erinnern Sie sich daran, was für kranke Experimente die gemacht haben? Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Ich habe ein Geschenk für Sie, Frau Doktor. Ceres Ice Brandy? Sie haben wirklich... Danke. Ich habe immer bedauert, die Flasche damals nicht geöffnet zu haben, als ich noch gekonnt hätte. Den Fehler mache ich nicht nochmal. Warum öffnen wir die Flasche nicht hier und jetzt? Nur Sie und ich. Machen Sie die Flasche auf. Ich hole Gläser. Ich dachte, Alenkos biotische Aktion hätte Jenkins das Kreuz gebrochen. Aber der richtete sich wieder auf und brüllte... Das war großartig! Oh, Jenkins. Soldaten wie er haben die Allianz so besonders gemacht. Bei Cerberus fehlt irgendwie diese Begeisterung.
Mit Ihrer Dienstakte hätten Sie auf jedem Schiff der Allianz anheuern können. Warum sind Sie wirklich weggegangen? Vielleicht geht's weniger ums Weggehen, sondern mehr ums Bleiben. Als Militärärztin behandle ich meistens Leute in ziemlich schlechter Verfassung. Oft sterben sie. Und wenn ich ihnen helfen kann, gehen sie wieder. So oder so. Alle gehen weg. Haben Sie keine Freunde oder Familie? Nein, an Freunden mangelt's mir nicht. Nur an Stabilität. Jeff, Joker, wird immer am Wrohlig-Syndrom leiden. Er würde es nie zugeben, aber er braucht meine Hilfe. Und das wird immer so bleiben. Ich wünschte, es wäre anders. Aber traurigerweise ist es nun mal so. Auf den mürrischen Mistkerl, der dieses Schiff fliegt. Der beste Kampfpilot, der je den Himmel erobert hat. Haben Sie gehört? Es wird schon wieder eine Kolonie vermisst. Ferris Fields. Ferris Fields? War dort nicht ein Bruder von Henley? Doch. Er hat schwer getroffen. Shepard, brauchen Sie was? Haben Sie mal eine Minute Zeit? Sicher. Ich überprüfe nur gerade die Waffensysteme. Man kann nie vorsichtig genug sein. Ich dachte, ich hätte bei unserem Kampf gegen Saren alle Waffen gesehen, die es in der Galaxie gibt. Bei den Söldnern hat sich das als Irrtum erwiesen. Und jetzt baut Cerberus die Normandy wieder neu, mit ein paar schicken Upgrades. Ich wünschte, wir hätten uns ihnen früher angeschlossen. Wir haben uns Cerberus nicht angeschlossen. Sie finanzieren unsere Mission, das ist alles. Ganz ruhig, Shepard. War nur so dahingeredet. Ich möchte Ihr Urteil nicht in Frage stellen. Nicht, nachdem ich meine Einheit in den Tod getrieben habe. Was hat Ihre Söldnertruppe gemacht? Es klang nicht so, als könnte man sie anheuern. Sie haben Omega doch gesehen. Voller Krimineller, die auf die Hilflosen einprügeln. Ich habe mein Team gebildet, um zurückzuschlagen. Wir waren keine Söldner. Zumindest hat uns niemand bezahlt. Wir haben Geld gemacht, indem wir Sklavenhändler, Piraten oder Gangs, die zu weit gegangen sind, aus dem Spiel genommen haben. Das klingt, als wären Sie auch nur eine weitere Gang gewesen. Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Wir haben niemanden erpresst, keine zivilen Opfer. Das war unsere Regel. Jedes Mitglied meines Teams hatte jemanden durch die Gangs auf Omega verloren. Es ging uns nicht darum, reich zu werden. Wir wollten erreichen, dass diese Schweine es sich zweimal überlegen, bevor sie jemanden auf offener Straße umlegen. Dann kam es mit den Gangs wohl eher selten zu tieferen Freundschaften. Drei Söldnergruppen haben sich zusammengetan, um mich zur Strecke zu bringen. Mein Vorgesetzter bei C-Sicherheit wäre bestimmt beeindruckt. Es war ganz einfach. Wir haben ihre Lieferungen überfallen und alle Aktivitäten gestört. Sie empfindlich getroffen, damit sie richtig wütend wurden. Dann griffen sie an und stürmten direkt in unsere gut vorbereitete Todeszone. Kreuzfeuer und Scharfschützen, chirurgisch sauber. Sie hatten nicht den Hauch einer Chance. Wie kamen Sie dazu, Söldner hier auf Omega zu bekämpfen? Ich bin nach der Zerstörung der Normandy zur C-Sicherheit zurück, aber durch den Wiederaufbau der Citadel herrschte so viel Chaos, dass ich keine große Hilfe war. Auf Omega gab es jede Menge Kriminelle, mit denen niemand fertig wurde. Und keine Regeln, die mich bremsen konnten. Es war einfach perfekt. Die Leute hier brauchten jemanden, an den sie glauben konnten. Jemanden, der den Verbrechern die Stirn bot. Das erklärt, wie es angefangen hat. Aber wie kamen Sie zu einer eigenen Truppe? Ungefähr so, wie Sie Ihre Truppe für den Kampf gegen Saren formiert haben. Man beweist, dass man was auf dem Kasten hat. Dann kommen die Leute von selbst. Söldner, die bereuen. Sicherheitsberater, die es satt haben, die Regeln zu befolgen. Ich habe ihnen Hoffnung gegeben. Und jetzt sind sie tot. Ich hab's ja so drauf. Erzählen Sie mir von Ihrer Einheit. Wir waren zu 12, mich eingeschlossen. Ex-Militär, Ex-C-Sicherheit, das Übliche. Ein Salarianer war unser Sprengexperte. Ich wette, dass er mal bei der Special Task Group war. Mein Tech-Experte war ein Batarianer, ob sie es glauben oder nicht. Nicht gerade ein freundlicher Kerl, aber er konnte jedes System hacken, das je gebaut wurde. Wie konnten diese Söldner ihr Team ausschalten? Es war meine eigene verdammte Schuld. Einer meiner Leute hat mich verraten.
Ein Turianer namens Sidonis. Er hat mich weggelockt, kurz bevor die Söldner meine Einheit angegriffen haben, und ist dann verschwunden. Außer mir sind jetzt alle tot, wegen ihm. Und weil ich es nicht habe kommen sehen. Sind Sie sicher, dass es Verrat war? Vielleicht haben Sie Sidonis zuerst ausgeschaltet. Nein. Ich habe ein paar alte Kontakte angebohrt. Er hat kurz vor dem Angriff einen Flug von Omega gebucht. Außerdem hat er vorher noch seine Privatkonten leergeräumt. Er hat mich verkauft und ist dann abgehauen. Ich bin nicht sicher, ob ich verstehe. Was genau ist passiert? Sidonis hat mich um meine Hilfe bei einem Job gebeten. Als ich am Treffpunkt ankam, war niemand dort. Als ich wieder in unserem Versteck war, hatten die Söldner bis auf zwei Mann meine ganze Einheit umgebracht. Und die hielten dann auch nicht mehr lange durch. Wissen Sie, wo Sidonis jetzt ist? Nein. Seine Spur verliert sich, nachdem er Omega verlassen hat. Aber ich werde ihn weiter jagen. Ich habe mein ganzes Team verloren, außer Sidonis. Eines Tages werde ich ihn finden. Und dann bringe ich das in Ordnung. Danke, dass Sie vorbeigeschaut haben, Shepard. Ich habe jetzt ein paar Sachen zu erledigen. Gehört, dass die Kollektoren die Kolonie Ferris Fields überfallen haben. Sie sind alle fort. Scheiße! Dafür werden diese dreckigen Schweine bezahlen. Sie sind die beste, Commander. Wir haben gerade die FBA-Kupplung installiert. Jetzt müssen wir nur noch einmal pro Woche kalibrieren, anstatt jeden Tag. Wir überlegen gerade, ob wir unsere neu gewonnene Freizeit bei einer Partie skillianischen Poker feiern. Wollen Sie einsteigen? Aber Kenneth, der Commander spielt doch mit Mechanikern wie uns nicht Karten. Klingt eigentlich durchaus interessant. Fantastisch. Ich hol die Karten. Mein skillianisches Poker ist etwas eingerostet. Haben Sie Nachsicht mit einer Anfängerin, okay? Natürlich, Commander. Ist alles ganz locker. Ja, klar. Nachsicht mit dem Anfänger. Wie konnten wir bloß darauf reinfallen? Ich verliere gern, wenn ich dafür sehen kann, wie sie mal eine Nummer kleiner macht. Schlägt mich bei meinem eigenen Spiel. Sie sind in Ordnung, Shepard.